Michael Myers, a.k.a. einer der bodenlosesten Killer im kompletten Spiel, ist heute mal dran mit der Perk-Tier-Liste. Und da seht ihr schon, wir haben 10 Slowdown, 10 Slowdown, 10 Regression, 10 Regression, 10 Slow, ja. Also Michael Myers bevorzugt eigentlich alles, was 10 Slowdown, ohne wirklich hinzugehen. Pop ist aber auch immer noch eine gute Option. Ansonsten würde ich euch eigentlich eher weniger empfehlen, was außerhalb vom S-Tier zu nehmen, weil Michael einfach ein wacker Killer ist. A-Tier-Perks kann man aber auf jeden Fall auch mitrocken. 2-3 S-Tier-Perks würde ich aber schon gerne mit dabei haben, immer um mich ein bisschen sicher zu fühlen. Vor allem Corrupt und Deadlock sind sehr, sehr wichtig zum Stalken. Eins der beiden, aka Corrupt, ist aber bei mir auf jeden Fall persönlich immer im Basekit drin. Ansonsten kann man natürlich auch sehr, sehr gut Chase Support mitnehmen. Wie zum Beispiel Coup de Gras, Bamboozle. Dann haben wir auch noch Brutal Strength und, oh mein Gott, wie heißt der Perk nochmal? Crowd Control. Ich vergesse keine Perknamen. Undetectable funktioniert tatsächlich auch relativ gut. Wenn man Tier 3 ist, dann den Generator kickt. Undetectable, zack, rein, Survivor, so, huh, was geht? Infectious in Kombination mit Forced Hesitation, auch sehr nice. Und Aureed, kann man runnen, ist immer noch relativ solid, auch wenn es hier ein paar schwarze Schafe gibt, auch im B-Tier, die jetzt nicht so krass sind, aber man kann auf jeden Fall alles mitnehmen. B-Tier würde ich dann eigentlich schon sagen, kann man noch machen, kann man Just for Fun mitnehmen, ist nichts, was ich empfehlen würde. Sowas wie Know It zum Beispiel kann man halt noch gut mitnehmen. Ich persönlich feiere es nicht so hart, weil es der Power nicht gerade reinspielt, wenn man nur auf Know It spielt, you know, und naja, Know It ist meistens nur eine Absicherung, die man eigentlich auch gut mitnehmen kann, also eigentlich ist es meist doch scheiße, fuck. Ich pack's doch ins A-Tier. Ich habe mich gerade selbst überzeugt davon, dass meist noch schlechter ist in meinem Leben, als ich dachte, nee, also eigentlich wusste ich schon, dass ihr scheiße, ja, komm, ich mach meine Facecam weg, schaut euch gerne das Ganze an, gönnt euch liebend gerne einfach nur die S-Tier-Perks, weil, wie gesagt, ist der Junge einfach nur bodenlos scheiße und viel Spaß jetzt mit der Runde! Hawkins könnte relativ nett sein, vor allem für unser eher fragwürdigeres Bild. Einfach mal schauen, was hier jetzt abgehen wird. Wir haben nichts an Chance Slowdown. Was für Myers eigentlich heißt, ja, ich akzeptiere den Loose. Oh, natürlich schaust du hinter dich. Auf hinter dich zu schauen. Hör auf, hinter dich zu schauen. Ah! Da kann man nicht durchsorgen, wenn es nur so ein kleines Lückchen ist. Das tut halt auch echt weh. Hier ist niemand zurückgekommen, okay. Schwierig. Jetzt halt richtig zu guessen, wo sie sind, ist wichtig. Aber wirklich auch schwierig. Er hat meine Footsteps gehört! Oh, Myers, wirklich, du bist doch so ein Bastardkiller. Also wenn man mit Myers nicht gerade Full Slowdown spielt oder Full Chase Power, Myers geht mir wirklich so auf den Sack. Myers geht mir wirklich so auf den Sack. Myers ist wirklich so ein unehrenhafter Boy. Niemand liebt dich, Michael. Niemand. Ah! Es ist straight up so stressig. Straight up einfach nur stressig. Erster Down, nachdem wir zwei Chance verloren haben, weil wir nichts an Chance Slowdown haben.
Ja, also safe kann man halt runnen, vor allem weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Tier-3-Power von Michael Myers irgendwie zu 0% zuverlässig ist. Franklins kann man auch runnen, Sloppy kann man auch runnen, aber das ist halt alles auf jeden Fall keine Top-Tier-Option bei ihm. Generell, ich würde gefühlt einfach so zwischen dem S und dem A-Tier noch so eine Spalte dazwischen machen, um zu zeigen, wie reliant Myers für den Bullshit ist. Myers braucht das. Unironisch. Es ist traurig, aber es ist so wahr. Es ist so wahr halt. Es ist so true einfach. Okay. Dann einfach mal hier durch. Oh, wir verlieren halt so viel. Für so wenig. Wirklich, für so wenig. Ja, wir müssen auf M1 gehen hier. Wir müssen hoffen, dass kein Decisive mit dabei ist. Danke! Okay. Eher fragwürdig. Noch immer eher fragwürdig. Okay. Du hast euren Untergang einfach nur besiegelt. Unironisch. Du hast alles schlimm gemacht, Homie. Du hast alles schlimm gemacht. Du hast alles ruiniert. Netflix und Chill ist nur wegen dir gestorben. Oh, aber das Problem bei Myers ist halt, wenn die Survivors solche wirklich riesige Fehler nicht machen. Dann bist du halt am Arsch. Am Arsch bist du. Erster Hook für dich und erster Hook für die Michaela. Einfach mal ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ein bisschen auf Funny Guy machen. Wenn du 4% hast, ich schwör's dir. Ich werde dich finden. Danke. Gut. Drohung hat gereicht. Wichtig. Die Lady. Ganz sorry, aber... ich glaube wirklich, der Lost der Runde hat mit dir angefangen. Gerade vorhin hast du da wirklich zweimal komplett unnötige Hits genommen hast. Wirklich zweimal. Es war bodenlos. Try it. Try it. Try it! Gib die Mühe! Enttäuschend! Ja, Sloppy Franklins und Save the Best for Last kann man eigentlich runnen. Ist fein, aber wie gesagt, also zu den Top-Tier-Perks und zu den Perks, die wir hier mit dabei haben, da ist so eine Lücke dazwischen. So eine Lücke. Es ist der Boden. Es ist der Boden. Und der ist lose. Der ist lose. Der Boden ist einfach wieder lose. Und das tut weh. Und da sind sie wütend. At least it was done quick. Und jetzt haten sie sich. Oh man, jetzt kommt der gegenseitige Hass auch noch. Nein, oh nein. Hört auf. Hört auf.